Freunde, ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Competition-Rennen. Schön, dass ihr am Start seid und eingeschaltet habt, denn heute gibt's mal wieder Competition-Rennen-Action hier vom Feinsten. Das wollen wir uns heute wieder zusammen reinziehen und ich habe mir auch mal überlegt, eigentlich, wenn man mal das so sieht, kann man natürlich aus jedem Rennen sehr viel lernen, aber ich möchte bewusst vielleicht auch mal, wenn mir gewisse Sachen auffallen, die ich euch als Learning mitgeben kann, das möchte ich euch dann auch immer so ein bisschen, ja, anhand ein paar Beispielen hier in den Rennen sozusagen erklären. Habe ich wahrscheinlich vorher auch schon hier und da gemacht, aber einfach nochmal ein bisschen bewusster darauf achten, damit ihr am Ende des Rennens quasi hier so ein bisschen ein paar Learnings mitnehmen könnt und so auch in diesem Rennen, das kann ich euch schon mal vorweg sagen, aber wir konzentrieren uns hier erstmal auf den Rennstart. Wie gesagt, Barcelona im Porsche hier von Platz 4. Auf Platz 4 haben wir uns hier qualifiziert und hier geht es auch schon los, die Lampen springen auf grün und wir haben hier einen guten Start. Wir können hier den dritten Platz schon mal kassieren, sind hier direkt hinter dem Lambo und hinter dem Bastian Richter. Den kennen wir auch oder der ein oder andere kennt ihn von euch. Hier werden wir links attackiert, da müssen wir aufpassen. Später auf der Bremse hier, der Lambo ist hier innen, aber wir können hier mit mehr Schwung durch die erste Kurve. Und das heißt, wir können uns hier direkt mal zwei Plätze am Start kassieren und sind hier direkt hinter dem Bastian Richter. Und das ist wirklich ein super, super, super schneller Typ, der, glaube ich, auch mit dem Tobi Pfeffer befreundet ist oder zumindest sieht man die öfter auch mal zusammen auf der Strecke. Und der fährt ja auch in der AVD abgefahren Liga mit und ist da auch immer vorne mit dabei, hier mit seinem McLaren in einer, ja, wunderschönen violetten Lackierung mit neongelben Felgen. Kann man mal so machen. Aber wir gucken mal, ob wir da dran bleiben können, weil das ist ja die große Frage. Der ist hier wirklich super, super schnell und ich bin ja die letzten Tage und Wochen wirklich nicht oft unterwegs gewesen mit dem Porsche und da musste ich auch erstmal wieder mich so ein bisschen umgewöhnen, weil der Porsche ist ja generell ein bisschen spezieller zu fahren. Da musst du in manchen Kurven ja anders die Kurve anfahren, anders die Kurve durchfahren und da gewisse, ja, Techniken nutzen, die du in anderen Autos nicht nutzt. Zum Beispiel, ja, dieses Lift of Oversteer, das kannst du dir beim Porsche teilweise sehr, sehr gut zunutze machen, aber es kann dir auch teilweise das Genick brechen, dass, wenn du vom Gas gehst, dass sich das Heck so ein bisschen einlenkt oder eindreht. So, während wir hier den Curb in dieser ganz engen Schikane zum Schluss ein bisschen zu viel getroffen haben. Und da seht ihr, da geht die Lücke direkt auf, ein minimaler Fehler. Und das waren mal direkt irgendwie 2, 3, 4 Zehntel, die wir hier verloren haben. Und der hat jetzt hier auch schon eine kleine Lücke aufgefahren von, ja, wie viel sind es jetzt, 1,5 Sekunden. Und hinter uns der Lambo, der ist noch relativ nah dran und achtet jetzt mal hier auf den Rückspiegel. Ich bremse jetzt nämlich genau bei dem 100-Meter-Schild und er ist da viel zu spät und räumt uns hier fast ab. Da habe ich die Karre so gerade eben noch gefangen. Also Glück gehabt, dass wir uns da nicht gedreht haben. Leichter Schaden hinten, aber war, glaube ich, nicht so viel. Ja, aber das war natürlich ein Schreckmoment. Ja, da seht ihr das, 2 Sekunden Schaden unten. Das kann man immer daran erkennen, wenn man ja, diese 30 Sekunden quasi für den Reifenwechsel und alles aktiviert hat. Und alles, was über diesen 30 Sekunden liegt, das ist quasi der Schaden. In dem Fall 32 Sekunden gleich 2 Sekunden Schaden. Und das hat uns natürlich jetzt wieder hier viel Zeit gekostet auf den Richter vor uns. Der ist jetzt hier schon über 2,5 Sekunden vor uns. Und der ist hier im Qualifying auch eine 42,9, glaube ich, gefahren. Da bin ich im Qualifying nicht dran gekommen. Wie gesagt, musste mich auch erstmal wieder ein bisschen umstellen auf den Porsche. Gut, aber das Rennen ist im Endeffekt lang. Da kann viel passieren in den nächsten 57 Minuten. Wir haben hier keinen Boxenstopp. Das heißt, einfach nur eine Stunde durchballern. Möglichst konstant. Und das wird auch so dieses Hauptthema, die Konstanz. Das ist ein Thema, da werden wir sehr, sehr viel lernen in dem Rennen. Weil, ja, mal gucken, ob ich hier mit der Konstanz glänzen kann oder im Endeffekt auch nicht glänzen kann. Das werden wir herausfinden, während wir hier schon wieder leicht neben der Strecke unterwegs sind. Aber da gucken wir gleich mal, was hier so Rundenzeiten technisch so drin ist im Rennen. Und das beobachten wir auch mal genau, wie wir uns da so einpendeln, bei welchen Zeiten. Wir sind hier gerade in Richtung Kurs 1,449, ist noch nicht sonderlich schnell, wenn man hier ganz vorne mitfahren möchte, beziehungsweise auch, ja, dann auf dem ersten Platz mitfahren möchte, weil ihr seht, dass er ist hier über 1,43 gefahren. Ich weiß nicht, was es genau für eine 1,43 jetzt war, ich glaube eine 1,43,7, aber da seht ihr schon, wo hier die Reise hingeht, wenn der Bastian Richter hier seine Pace auspackt. Und wenn er die hier konstant durchbringen kann, dann wird es super, super schwierig, da dran zu bleiben. Aber ihr seht es hier, allein durch diesen Vorfall vorhin in der ersten Kurve, ja, haben wir schon direkt hier, ja, 7-8 Zehntel schon im Delta. Und wenn wir die Runde einigermaßen gut durchbringen, dann sind wir da vielleicht auch im Bereich 43.
Aber wir machen mal einen kleinen Cut und achtet mal auf den Vorsprung. Der Bastian Richter ist jetzt 3,5 Sekunden vor uns gewesen. Und da hat er schon den ersten kleinen Fehler gemacht. Also da hat er gut eine Sekunde verloren auf uns. Und ich habe mich hier so am Anfang so in niedrigen 1,44er Zeiten. Da habe ich mich ja einigermaßen wohlgefühlt. Und mal gucken, ob wir das hier halten können. Beziehungsweise ob wir jetzt mal nach und nach ein bisschen Druck ausüben können auf den Richter. Weil wenn er hier mal hier und da so einen Fehler einbaut, dann sieht er natürlich auch, okay, hinter uns ist jemand, der konstant seine 1,44er, entweder niedrige 1,44er oder mittlere 1,44er fährt. Und dann weiß er, okay, wenn er einen Fehler macht, dann ist er auf jeden Fall da. Weil ihr seht es, 1,46,3 ist er jetzt gefahren durch diesen Fehler. Und ich eine 1,44,5, genauso wie der Blanc hinter uns, auch eine 1,44,5. Also den dürfen wir auch noch nicht abschreiben mit 3,5 Sekunden hinter uns. Weil wenn wir einen Fehler machen, dann kann der auch ruckzuck hier ja, nah hinter uns sein und uns vielleicht sogar attackieren. Hier diese rechts, da komme ich hier sogar ein bisschen weit raus. Die war ja nicht so einfach hier am Anfang für mich erstmal. Da musste ich mich erstmal wieder, wie gesagt, dran gewöhnen. Genauso wie diese Kurve hier, da musst du ja mit diesem Lift-of-Oversteer auch immer so ein bisschen arbeiten, dass sich der Porsche eindreht. Einerseits denkt man sich so, ey, mega ekelhaft dieses Gefühl, wenn das Heck immer so instabil wird. Aber andererseits musst du dir das eigentlich zunutze machen im Porsche. Du musst es lernen, dir zunutze zu machen, weil da liegt im Endeffekt sehr, sehr viel Zeit. Wenn das Heck so ein bisschen eindreht und du einfach auf dem Gas bleiben kannst dann oder aufs Gas gehen kannst und das Auto sich sozusagen um die Kurve herumzieht. Das ist gleichzeitig Hölle und Segen hier zugleich im Porsche. Aber wer das beherrscht, der kann hier im Porsche wirklich super, super schnell sein. Und auch hier diese harte Anbremszone hier in diese enge links finde ich auch nicht einfach, weil da hast du hier und da auch starkes Untersteuern. Wenn du da ein bisschen zu spät auf der Bremse bist und dann kommst du einfach nicht um diese enge links herum. Aber wir können zumindest jetzt in dieser Runde hier einigermaßen dranbleiben. Ihr seht es. Da sind wir jetzt mal fast sogar auf einer Sekunde hier dran. 0,9 Sekunden. Hier diese letzte Schikane im zweiten Gang oder im zweiten Gang hochschalten. Aufpassen, dass man da nicht diese Würstchen einmal mitnimmt. Weil dann wird die Karre hier super, super unruhig und du verlierst den ganzen Schwung hier auf die Start und Ziel. Und wir sind hier beide eine 1,44,6 gefahren. Ich fast sogar noch eine Zehntel schneller. Und ihr seht es unten, immer noch eine Sekunde Abstand. Und diesen Druck, wenn du diesen Druck aufrecht erhältst bei Leuten, die eigentlich sehr, sehr schnell sind, dann kannst du die vielleicht auch mal in einen Fehler treiben. Aber das Ding war halt auch, ich war schon, sag ich mal, relativ am Limit jetzt gerade hier in dem Rennen unterwegs. Mit diesem Setup, mit diesen Bedingungen, da ging nicht viel mehr als, sag ich mal, so eine niedrige 1,44er. Und deshalb, ja, wenn der Richter hier seine 43er-Zeiten auspackt, dann kann er sich wieder absetzen. Und wenn ich da zu viel riskiere, dann mache ich wiederum einen Fehler und dann kassiert uns vielleicht der Lambo hinter uns und dann kriegen wir von hinten Druck. Und das sind dann so diese Gedanken, die ganze Zeit einem durch den Kopf gehen. Und wir haben hier noch eine Dreiviertelstunde auf der Uhr, ne? Und das ist schon ein bisschen, ja, Psychoterror, der da manchmal im Kopf vorgeht. Es ist auf jeden Fall super, super spannend gewesen bis zum Schluss. Deswegen zieht euch das auf jeden Fall rein. Wie gesagt, wir können am Ende des Rennens, beziehungsweise im gesamten Rennen, können wir hier sehr, sehr viel lernen, was das jetzt hier angeht. Weil wir haben einen super schnellen Fahrer vor uns. Ich will mich jetzt nicht als super schnell betiteln, aber wenn ich meine konstante Pace gefunden habe, fahre ich normalerweise auch immer relativ weit vorne mit. Das Ding ist, man muss fehlerfrei bleiben. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Mal gucken, wer hier die Fehler macht. Ob wir sie machen, ob der Richter hier die Fehler macht. Hier kommt er auch schon wieder ein bisschen weit raus. Man darf hier leicht über diesen gelben Wurstkorb in der letzten Kurve, darf man leicht drüber fahren. Aber nicht zu weit, sonst kriegst du die Verwarnung. Das ist auch so eine Sache hier auf oder in Barcelona. Und jetzt seht ihr, wir sind 4 Zehntel wieder langsamer gewesen. Und wenn er die Pace, wie gesagt, hier durchbringen kann, dann wird es schwierig für uns. Wir machen hier nochmal einen Cut von ungefähr 4, 5, 6 Minuten. Und nach hinten haben wir den Vorsprung ausgebaut, aber nach vorne haben wir auch wieder ein bisschen hier einbüßen müssen, sind hier wieder eine Zehntel langsamer. Und das war der Zeitpunkt quasi, wo der Richter sich wieder abgesetzt hat. Also er ist schon wieder bei 2,6 Sekunden angelangt. Und ich habe nach hinten meinen Vorsprung ausgebaut. Also ich war genau in so einer Position, wo du ja eigentlich ein relativ entspanntes Rennen hast, aber wenn du die ganze Zeit den Richter da vorne rumfahren siehst und du weißt, okay, der könnte hier und da noch einen Fehler machen, dann musst du dich trotzdem übelst krass konzentrieren, dass du einfach eine super konstante und gute Pace fährst. Und das ist ja so für diese Konstanzen super, super Training
Vor allem, wenn du siehst, dass, wie gesagt, dein Vordermann hier und da mal einen Fehler macht. So, aber achtet immer unten auf den Abstand. Also 2,5 Sekunden, 2,5 Sekunden haben wir da. Jetzt schon wieder 2,7. Das ist die ganze Zeit immer in dem Bereich so hin und her gependelt. Und nach hinten schon über 6 Sekunden Vorsprung. Also, ihr seht es auch oben in der letzten Runde. Das war ja eine 1,44,4. Jetzt sind wir schon wieder hier auf Kurs 1,44,3, 1,44,4. Also von der Pace her, von der Konstanz her, war ich da wirklich super, super zufrieden bis zu diesem Zeitpunkt. Und wir gehen auch schon gleich in Richtung Hälfte des Rennens. Und da kommen dann auch so Faktoren wieder wie Reifenverschleiß, der Tank wird leerer, die Bedingungen ändern sich vielleicht minimal, die Reifendrücke waren nicht optimal, vor allem auf der rechten Seite. Jetzt sind wir da so bei 26,6 PSI, 26,8 PSI. Hier kommen wir schon wieder ein bisschen weit raus. Das hat schon wieder, ja, vielleicht so eine Zehntel, eine halbe Zehntel gekostet. So, hier eng an den Korb. Einmal kurz hochschalten. Hier wieder das gleiche Spielchen. Da kommen wir ein bisschen zu weit raus. Hat aber keine Zeit gebracht. Deswegen kriegen wir keine Verwarnung. Und er fährt hier wieder eine 1,44,4. Ich fahre hier eine 1,44,6. Also das waren wieder zwei Zehntel. Und jetzt schneide ich mal ein paar Runden zusammen. Er hier eine 1,44,1. Ich fahre hier eine 1,44,6. Wieder eine halbe Sekunde verloren. Nächste Runde 1,44,0. Ich wieder mit einer 1,44,5. Also das war immer diese halbe Sekunde, die er uns da gesnackt hat. Und jetzt fährt er hier eine 1,44,3. Und wir fahren hier wieder eine 1,44,5. Also zwei Zehntel verloren. Aber ihr seht es, meine Konstanz war wirklich sehr, sehr gut. Aber es hat nicht gereicht, um da vorne dran zu kommen. Wieder eine 1,44,3 von ihm. Und ich mit einer 1,44,4. Also es war ein Kampf um jede Zehntel wirklich. Und es war ein super, super spannendes Rennen und ich musste wirklich mich so krass konzentrieren. Und wir haben jetzt ja ziemlich genau Halbzeit in dem Rennen. 30 Minuten noch auf der Uhr. 4 Sekunden ist der Vorsprung jetzt von ihm. Und achtet wieder, wie gesagt, auf den Abstand unten. Haben wir auf jeden Fall nach hinten einen sehr, sehr guten Vorsprung von knapp 8 Sekunden. Den haben wir uns dadurch durch unsere Konstanz auch rausgefahren. Aber bei dem Richter ist das so ein Vorsprung, wo du sagst, okay, 3,5 Sekunden klingt erstmal relativ viel, aber wenn du einen kleinen Fehler machst, dann kann der Hintermann direkt wieder dran sein. Und genau darauf habe ich die ganze Zeit spekuliert. Wie gesagt, Track Limits sind ja auch immer so ein Thema auf Barcelona und ihr seht es auch unten bei mir, Track Cuts, 2 Stück habe ich da mittlerweile. Und er fährt hier eine 1,44,8. Das war so der erste Zeitpunkt wieder, wo er so ein bisschen Federn gelassen hat, wo ich dachte, okay, entweder die Reifen, womit ich erstmal nicht gerechnet habe, oder er hat da wieder einen kleinen Fehler eingebaut. Da haben wir wieder 3 Zehntel aufgeholt. Knapp unter 4 Sekunden der Vorsprung. Der jetzt wieder hier auf 4 Sekunden. Also es hat immer von Kurve zu Kurve immer so ein bisschen variiert. In manchen Kurven war ich hier und da ein bisschen besser unterwegs. Und in manchen Kurven war er da wieder ein bisschen besser unterwegs. Aber eine 1,44,5, mittlere 1,44er Zeiten. Ihr habt es ja vorhin gesehen, das ist so meine konstante Pace, die ich hier gut gehen konnte. Und ihr seht es hier, ein bisschen Rauch neben der Strecke. Ist er da vielleicht ein bisschen zu weit rausgekommen? Ja, da sehen wir unten beim Abstand nur noch 3 Sekunden. Hat er wieder eine Sekunde verloren. Und auch hier in der Kurve 2,5 Sekunden. Und das waren immer so diese Zeitpunkte, wo ich dachte, komm, jetzt mach wieder ein bisschen Druck. Mach wieder ein bisschen Druck. Halt auf jeden Fall deine konstante Pace von mittleren 1,44er Zeiten. Und vielleicht hier und da minimal noch ein bisschen mehr riskieren, dass du vielleicht auch mal wieder so in Richtung niedrige 1,44er Zeiten schauen kannst. Aber wie gesagt, die Reifen werden natürlich mit der Distanz jetzt auch nicht viel besser. Beziehungsweise eher schlechter. Hier wieder absolut am Limit unterwegs, hier auf der Bremse in diese Links rein. Immer noch 2,5 Sekunden. Und noch 25 Minuten auf der Uhr. Benzin sollte kein Problem sein, damit hatte ich in der Vergangenheit auch mal hier unter Probleme, dass ich einfach mal zu wenig einkalkuliert hatte und zum Schluss dann sparen musste. Aber wir sind hier auf Kurs 1,44,6 oder 1,44,7, je nachdem, was fährt er hier für eine Rundenzeit. Und das ist wieder nur, in Anführungsstrichen, eine 1,45,7 und da haben wir eine Sekunde aufgeholt. Und dann machen wir mal wieder einen Cut von ungefähr 7 Minuten. Wir gehen hier gleich in die absolute Schlussphase und er hat schon wieder ein bisschen den Abstand vergrößert. Also 3,5 Sekunden hat er da wieder rausgefahren im Vergleich von vor 7, 8 Minuten. Da waren es noch 2,5 Sekunden. Aber er fährt hier mittlerweile auch nicht mehr die absoluten Top-Zeiten. Und wir können hier zumindest ungefähr auf ein Level bleiben mit dem Bastian Richter vor uns. Und das ist genau wieder dieser Abstand, den wir vorhin schon ein paar Mal hatten. 3,5 bis 4 Sekunden, so in dem Bereich. Und Qualm, also immer wenn wir ein bisschen Qualm oder ein bisschen Rauch sehen, das ist immer ein gutes Zeichen. Weil neben der Strecke heißt normalerweise immer ein bisschen
ja, Pace einbüßen. Aber wir gucken mal. Das sind noch die 3,5 Sekunden. Und 17,5 Minuten noch auf der Uhr. Und der Blanc hinter uns im Lambo, der ist konstant 7 Sekunden hinter uns. Also den haben wir immer noch, ja, sag ich mal, konstant auf den 7 Sekunden. Aber wir können auch keine Zeit mehr auf ihn rausfahren. Vielleicht wird er zum Ende jetzt auch nochmal stärker. Müssen wir auch im Auge behalten. Normalerweise 17 Minuten und 7 Sekunden ist eigentlich ein Polster, worauf du dich nicht ausruhen kannst, aber was erstmal sicher ist, wenn du da keinen Fehler machst. Aber wie gesagt, uns kann ja auch noch ein Fehler passieren. Das ist jetzt hier die Frage. Aber bis jetzt sieht das ganz gut aus. Keinen groben Fehler gemacht. Mal hier und da vielleicht minimalen Bremspunkt verpasst oder so. Ein paar Zehntel verschenkt. Aber keine Fehler, wo du jetzt mal 2-3 Sekunden verloren hast auf eine Runde. Hier haben wir zum Beispiel genau diesen Fehler wieder gemacht. Zu spät auf der Bremse und da seht ihr oben im Delta. Da hast du dann genau wieder diese 1-2 Zehntel verschenkt. Aber solange sich das noch im Rahmen hält, ist das absolut in Ordnung. Aber die Frage ist, können wir jetzt irgendwie in irgendeiner Form noch Druck ausrichten auf den Bastian Richter? Da vorne kommt eine Überrundung. Auch nicht immer so ganz ohne. Ihr kennt das Spielchen, ja, Freunde. Auch wenn man eigentlich davon ausgeht, dass hier im ersten Split die Leute über diese Regel Bescheid wissen mit der blauen Flagge. Aber das hast du selbst in den absoluten Top-Ligen ab und zu mal in der AOR oder ACR oder wie sie alle heißen. Da hast du ab und zu mal Leute dabei, die checken das einfach nicht mit dem blauen Flanke. Und da vorne ein Riesenfehler von dem Bastian Richter. Haben wir noch mal einen kleinen Cut gemacht von ungefähr einer Minute. Und das war ein richtig dicker Fehler. Da war er kurz neben der Strecke unterwegs. 1,5 Sekunden. Ja, jetzt fängt sich das Ganze noch mal an, hier zuzuspitzen. Zum Ende des Rennens. Und können wir da jetzt noch mal mehr Druck ausüben? Wir sind hier immer noch auf, ja, mittlerer bis hoher 1,44er Pace unterwegs. Die letzte war eine 1,44,9 und jetzt sind wir wieder auf einer 1,44,6 hier unterwegs. Und da vorne ist die Überrundung, von der wir gerade gesprochen haben. Und gerade in dieser engen Passage hier, wenn du da auf eine Überrundung triffst, kann es mal zu Missverständnissen kommen und eng werden. Wir wollen es nicht hoffen, weil das wünschst du im Endeffekt keinen, dass er hier dadurch irgendwie seine Position verliert. Aber vielleicht kostet es ihn ja hier so ein bisschen Zeit. Und wir sind absolut dran, Freunde. Eine Sekunde nur noch. In dieser Runde hat er super, super viel Zeit verloren. Und jetzt können wir fast schon wieder im Windschatten hier so ein bisschen zumindest auf der Gerade davon profitieren. Ja, und da ist er fast 3 Sekunden langsamer gewesen in dieser Runde. Also das war eine Runde absolut für die Tonne. Da wird er sich auch in den Arsch gebissen haben wahrscheinlich. Nach so einem Fehler. Aber jetzt können wir schon mal so ein bisschen über diese Learnings schon wieder hier diskutieren. Ich habe einigermaßen, das war auch kein perfektes Rennen von mir, von der Pace her, aber ich war einigermaßen konstant im Bereich am Anfang so mittlere oder niedrige bis mittlere 1,44er Zeit und so in Richtung Mitte bis Ende des Rennens waren es so mittlere bis hohe 1,44er Zeiten, die ich relativ konstant fahren konnte, während wir hier gut an dem zu überrunden vorbeigekommen sind. Und ihr habt ja gesehen, der Richter, der ist eigentlich auf die Runde gesehen, ja, schon eine halbe Sekunde schneller, würde ich sagen, jetzt hier in diesem Rennen. Aber er hat einfach die Konstanz nicht auf die Strecke gebracht, bis jetzt. Und dadurch sind wir immer noch in Schlagdistanz und relativ nah dran. Und ja, vielleicht sind durch diese Fehler, durch diese unkonstanten Runden, ja auch mehrere Track-Warnings entstanden. Wir haben gerade, ihr seht es unten, 2 Verwarnungen bekommen. Und da müssen wir mal gucken und das mal im Auge behalten, ja, wie sich das Ganze jetzt verhält. Weil wenn du nicht relativ konstant unterwegs bist und hier und da mal neben der Strecke unterwegs bist, dann kriegst du auch vielleicht mehr Verwarnungen. Und mal gucken, ob es hier noch einen von uns beiden erwischt. Weil das sind auch immer so Sachen, die du im Hinterkopf behalten musst. Wenn du hier den Abstand relativ gering hältst, kannst du Druck ausüben und dadurch vielleicht diese Millimeter provozieren, die man hier mal neben der Strecke unterwegs ist oder zu viel pusht, genau hier in diesen Kurven. Und dadurch können dann diese Track Warnings dann auf jeden Fall entstehen und dir vielleicht sogar den Sieg bringen oder die Niederlage bescheren, während wir hier wieder relativ identisch jetzt in dieser Runde unterwegs waren. Aber es geht jetzt, wie gesagt, in die absolute Schlussphase. 12 Minuten noch auf der Uhr. Hier machen wir nochmal einen kleinen Cut. 6 Minuten 50 noch auf der Uhr. Und achtet jetzt mal hier drauf. Hier war ich ein bisschen früh auf dem Gas, hier zu weit rausgekommen. Und obwohl ich da keine Zeit verloren habe, oder keine Zeit gewonnen habe, eher gesagt, habe ich hier die 3. Verwarnung bekommen. Super, super ärgerlich. Und das ist natürlich jetzt alles andere als optimal, wenn du nochmal pushen willst in den letzten Minuten. Weil der Richter 2,2 Sekunden vor uns.
Ja, ihr habt es ja gerade gesehen, wenn der hier nochmal einen Fehler macht, wir müssen hier zusehen, dass wir in irgendeiner Form noch genau diesen Abstand hier beibehalten können, weil wenn der jetzt nochmal einen Fehler macht, dann können wir da vielleicht nochmal attackieren. Und achte drauf, der Richter unten kriegt jetzt hier eine Durchfahrtsstrafe, weil er hier rechts anscheinend zu weit rausgekommen ist. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Leute, wenn ihr den Druck aufrechterhaltet, dann könnt ihr, auch wenn das ein guter Fahrer ist, hier und da ihn vielleicht noch ein bisschen mehr in einen Fehler provozieren oder in einen Fehler treiben, eher gesagt. Und hier hat er jetzt auch nochmal einen Fehler gemacht, den Curb zu weit mitgenommen. Und hier geht er jetzt in die Box rein und muss eine Durchfahrtsstrafe jetzt absitzen, sozusagen. Super, super ärgerlich. Ja, so willst du normalerweise auch keine Rennen gewinnen, aber das sind diese Psychospielchen, die du hier in diesen Rennen natürlich machen kannst. Wenn du weißt, okay, du bist vielleicht ein bisschen langsamer, aber du kannst durch deine Konstanz immer unterbewusst so ein bisschen Druck ausüben. Keine Ahnung, ob es jetzt bei ihm der Fall war oder ob er jetzt einfach einen schlechten Tag erwischt hat. Nichtsdestotrotz, es wird wahrscheinlich immer so in gewissermaßen ein bisschen mit reinspielen. Wenn du konstant unterwegs bist, dann kannst du einfach auf das ganze Rennen gesehen immer gewissermaßen, klar, wenn du jetzt 2 Sekunden schneller oder langsamer bist pro Runde, oder sagen wir mal in dem Fall langsamer bist, dann hat der Richter irgendwann so einen Vorsprung rausgefahren, dann bringt dir auch eine konstante 46er-Pace zum Beispiel nichts. Aber wenn du so im Bereich von ein paar Zehnteln immer dahinter bist und die konstant fahren kannst, dann kannst du auf so eine Renndistanz auch gewissermaßen Druck ausüben. Und das möchte ich euch in diesem Rennen auf jeden Fall so als Learning mitgeben. Achtet auf jeden Fall eher auf eure Konstanz als in erster Linie auf eure Pace, weil mit dieser Konstanz, wie gesagt, ihr könnt erstmal das Auto viel kontrolliert auf der Straße halten, wie wenn ihr die ganze Zeit nur auf Pace, Pace, Pace geht und dann vielleicht euch zu oft verbremst. Dadurch wird eure Konstanz oder darunter leidet im Endeffekt eure Konstanz. Wenn ihr zum Beispiel wie hier immer zu spät auf der Bremse seid in dieser Linkskurve, dann verliert ihr wieder 2-3 Zehntel und ihr seht es auch oben jetzt durch diesen Vorfall mit dem Richter, habe ich allein in dieser Runde, weil einfach die Konzentration weg war, weil ich nicht mehr diesen Fokus hatte und weil ich wusste, der Lambo hinter uns, der ist noch ungefähr 8 Sekunden hinter uns. Ey, ich habe da so viel Luft rausgenommen, dass ich auf einmal super, super unsauber unterwegs war und hier fast 2 Sekunden oben im Delta hatte und hier eine 46er-Zeit jetzt fahre. Klar, ich kann es mir jetzt gerade auch erlauben, aber man sollte versuchen, immer den Fokus beizubehalten. Vielleicht minimal ein bisschen Luft rausnehmen, dass man nicht mehr am absoluten Limit unterwegs ist. So 5 Zehntel über seiner normalen Pace unterwegs ist, alles gut. Aber wenn man auch zu viel Luft rausnimmt, da können auch nochmal schneller Fehler passieren. Das ist auch so ein Ding. Während wir hier jetzt in die letzte Runde reinstarten, hier auch nochmal eine 1,45,7. Also ich war komplett vom Fokus her und von der Konzentration her dann auf einmal weg, weil einfach der Druck nicht mehr da war. Also Druck ist einerseits oder kann einerseits was Negatives sein, kann aber auch was Positives sein, um seine Konzentration aufrecht zu erhalten. Und das kann man sich auch wieder so als Learning mitnehmen. Wenn ihr hier so ganz alleine unterwegs seid, dann sollte man trotzdem versuchen, ja, sich zu fokussieren, zu konzentrieren, um seine Pace auf einem guten Level zu halten. So, Freunde, aber wir haben hier noch 6,5 Sekunden Vorsprung, sind hier in der letzten Runde. Da sollte oder müsste es jetzt schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir das hier noch irgendwie verkacken. Wir haben die 3 Track Warnings, ihr seht das unten. Also wenn wir da nochmal so richtig dumm sind, dann gehen wir zum Beispiel hier ein bisschen weit raus. Oder an dieser Stelle vorhin, wo es der Bastian Richter gemacht hat. Nämlich genau hier, rechts außen. Wenn du da über diese gelbe Wurst fährst, aber da habe ich auch richtig schön Sicherheitsabstand gelassen. Also ich habe hier wirklich gar nichts mehr riskiert. Warum auch? Ich habe hier genug Vorsprung gehabt auf den Lambo hinter uns. Und ich hoffe, ihr konntet aus diesem Rennen so ein bisschen was mitnehmen. Ihr konntet euch so ein bisschen was abschauen oder ja euch so ein bisschen was einprägen für euer Fahrstil, beziehungsweise nicht für euer Fahrstil, sondern für eure Einstellung. Achtet lieber auf eure Konstanz. Das ist eine super wichtige Sache. Die Konstanz muss sitzen und danach kommt die Pace von automatisch. Während wir hier unser Competition-Rennen mal wieder seit langer Zeit gewonnen haben. Also ist auch schon eine längere Zeit her, wo wir jetzt mal wieder hier ein Rennen gewonnen haben. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Liebe Grüße gehen raus an den Richter, der jetzt sogar ja nochmal disqualifiziert wurde. Der hat wahrscheinlich die Schnauze voll gehabt. Zum Schluss kann ich absolut verstehen. Aber Freunde, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da für weitere Renn-Action. Ich verlinke euch nochmal hier zum Schluss meine anderen Competition-Rennen, meine anderen Videos. Checkt die gerne aus und zieht euch da auch nochmal ein paar Sachen rein. Vielleicht könnt ihr da auch nochmal was lernen. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Freunde, haut rein. Ciao.
Ciao.